Da ist Mr. Stromi dabei und ich kann nicht laufen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dalbert TV. Es kam mal wieder ein Airdrop runter. Wie ihr seht, wird er gut bewacht. Wir versuchen das diesmal auf eine andere Art und Weise, gleich nachdem ich gespeichert habe. Und zwar möchte ich einmal versuchen, hier langsam dran vorbeizufahren und die Zombies so ein bisschen zusammenzuziehen. Zum einen und damit dann auch wegzulocken. Erstmal ein schönes Grüppchen draus basteln. So, dass ich die Möglichkeit habe, an diesen Airdrop anzukommen. Da hinten. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Gott, oh Gott. Okay, also ihr seht schon, es ist ein bisschen was los hier. Mal gucken, wenn ich jetzt einfach langsam fahre in der Hoffnung, dass die einfach an mir dranbleiben und nirgendwo gegenfahre. Das wäre auch ganz wichtig. Noch ein Stück. Und dann könnte das, wenn ich keinen Bock missbaue, jetzt schon klappen, wenn ich das richtig gesehen habe. Komm. Alles nehmen. Gucken wir mal später. Da war schon wieder was Rotes bei. Einmal ein bisschen wegfahren und schon mal auf Speichern drücken. Boah, eine Spitzhacke. Eieieiei. Und da ist ein Student. Probieren wir gleich mal die neue Waffe aus. Hammer. Komm, gib schnell deinen Rucksack her. Ab ihn. Oh, das ist ja mal ein Glücksgriff jetzt hier. Direkt ein Airdrop und Studenten. Und jetzt bitte nicht sterben. Das wäre noch das Allerbeste an der Geschichte. Sieht gut aus. Zu Hause angekommen. Der Rauch des Airdrops raucht noch in der Ferne. Und jetzt gucken wir mal. Also, ich habe bekommen. Einmal Gespräch des Konfuzius. Das brauchen wir nicht. Das kann ich direkt wegwerfen. Haben wir nämlich schon gelernt. Wir müssten aber irgendwo noch das Diplomarbeitbuch haben. Das haben wir. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, was wir an Rüstung bekommen haben. 5% Chance auf Immun gegen Taumeln, wenn Schaden genommen wird. Finde ich jetzt nicht ganz so relevant. Die beiden sehe ich jetzt aktuell auch noch nicht. Da sind 3 drin. Ich habe schon 4, aber das Ding hier, das ist natürlich der absolute Oma-Haber. Und bei Erzzerstörung plus 69% mehr Kupfererz. Also Chance auf mehr Kupfererz, was auch richtig, richtig gut ist. Haltbarkeitsverringerung ist drin. Ja, das Ding nehme ich. Brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Den Rest zerlegen wir schnell. Dann gehen wir mal schnell die Diplomarbeit unterbringen. Wollte zwar eigentlich jetzt auf den Rucksack sparen, aber eine Diplomarbeit kann ich auch nicht einfach stehen lassen. Und zwar sind wir ja im Nahkampfbereich unterwegs. Das heißt, eigentlich führt kein Weg dran vorbei hier. Wobei das füllt beides auf. Wir haben den Nahkampfskill schon. Oder brauche ich schon 2 Diplomarbeiten für? Ja gut, alles klar, dann hat sich das schon mal erledigt. Die sehen schon echt geil aus, die Dinger, ne? Verwüstung und Erschöpfung. Einzigartige Gegenstände. Müssen wir bei Gelegenheit mal testen, wie lange ich jetzt für so einen Erzblock brauche. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Batterien. Weil aktuell haben wir ja gar keine Speicherfunktionen hier. Gucken, ob ich das so hinkriege, dass die hier einigermaßen sauber sitzt. Immer nur die erste, danach kann dann alles snappen. Die noch ein bisschen weiter vor. Ich denke, hier kommen sie hin, damit ich da nicht nochmal verlängern muss. Und zwar nehme ich jetzt den Ausgang hier ab. Und klemme ihn hier an den ersten Eingang dran. Und der hier sollte bitte leuchten. Ja, es leuchtet. Sehr schön. Hier dann vorne dran gehen, was jetzt nicht geht. Doch geht. Hat sich gewechselt. Und damit können wir diese komische Buchse hier dann wieder abreißen. Und wir haben jetzt eine Batterie, die den Strom für uns quasi zwischenspeichert. Und ein weiterer Vorteil ist, wir können hier jetzt ablesen, wie viel unsere Stromproduktion aktuell tatsächlich produziert. Und das sind 73 Einheiten Strom. Rausgehen tun aber nur noch 62, weil die Batterie selber auch noch 10 verbraucht. Dann haben wir das. Als nächstes möchte er, dass wir einen Pusher aktualisieren. Kann ich den gerade bauen? Ich weiß nicht. Ich mag dieses Ding einfach nicht. Upgrade. Zwar die Notizen hier noch durchkriegen, weil ich glaube, die werden tatsächlich mit dem nächsten Patch weg sein. Ist aber nur eine Vermutung, weiß das nicht aus irgendeiner Quelle. Aber da sie die komplette Story überarbeiten werden und meistens ja da dann auch das Tutorial mit reingesetzt wird, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das weg sein wird. So, reißen wir wieder ab, dass ich die Materialien wieder kriege und dann will er, dass wir eine Rüstung herstellen. Dann stellen wir eine Rüstung her.
was wollen wir denn für eine Rüstung bauen? Nee, das ist der falsche. Hier ist der Tisch dafür. Und zwar würde ich ganz gerne eine Kupferrüstung basteln, was ich nicht kann. Gut, dann baue ich halt einfach irgendwas. Spielt ja keine Rolle, ich zerlege es dann eh wieder. Eisenhelm brauche ich. Oh, Uraliumbarren. Ist nicht noch günstigere Rüstung? Oh, ich kann meine Armbrust aufwerten, Leute. Das machen wir tatsächlich, weil die ist nur blau. Aber es kostet eigentlich nichts. Das machen wir. Den Damage können wir gut gebrauchen. Gleiche gilt für die hier und auch für die Pistole. Ich werte einfach alles auf Stufe 1 auf. Wir wollten hier weitermachen. Alubarren kriege ich hin. Wie stelle ich nochmal Duraliumbarren her? Aluerz und Magnesiumerz. Okay, das kann ich schon mal abhaken. Das wird nix. Batterie füllt sich. Was kostet die im Upgrade? Weil dann sind wir nämlich hier jetzt erstmal hinfällig mit den weiteren Questnotizen. Impulstransformator und eine elektrische Platte. Da ist nochmal der Unterschied. 150.000 Kapazität, das ist schon ordentlich. Da steht immer noch Stromverbrauch 0, obwohl sie definitiv Strom verbraucht. Und dann haben wir hier bei einer normalen Batterie eine Kapazität von 25.000. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied mit der aufgewerteten. Für den aktuellen Zeitpunkt reicht uns das aber erstmal völlig aus. Gute Nachricht ist, dadurch, dass wir das jetzt dazwischen geklemmt haben und hier tagsüber ja nicht so viel los ist, müssten wir eigentlich in der Lage sein, genug Strom zu sammeln, um beide Schredder auf Strom zu treiben. Das heißt, wir gucken jetzt mal einmal nochmal gemeinsam, was dieses gute Stück hier upgrade-technisch von uns will. Nur noch ein paar Nägel, dann können wir das Ding auch direkt aufwerten und da oben anklemmen. Dann können wir nochmal so ein Stachelding bauen. Ich habe es jetzt tatsächlich schon mal geschafft, einmal hier durchzukommen. Da war ich unachtsam, hatte mich gerade bei den Chat gelesen, habe nicht aufgepasst und bin einfach durchgelaufen. Ich habe es aber seitdem auch nicht nochmal hingekriegt. Also von daher, keine Ahnung, wie das funktioniert. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier ran. Und zwar hätte ich ganz gerne nochmal so einen, bitte. Und dann brauchen wir noch so einen. Und dafür brauche ich noch einen Eisenbarren. Wenn ich es denn schaffe, so einen Fallbeil aufzuwerten. Das gucken wir gleich. Aber selbst wenn nicht, nimm das Ding trotzdem schon mal mit. Und zwar da nochmal den Hintergrund. Die Plus 10 nehme ich immer bei den Sachen mit vielen Ladungen, wie zum Beispiel die Schredder. Und die Plus 25 nehme ich bei den Sachen mit wenig Ladungen, weil die Sachen mit wenig Ladungen, so vermute ich zumindest, machen wohl eine ganze Ecke mehr Damage. Und da wird sich der prozentuale Anteil lohnen. Ansonsten erschließt sich für mich kein Grund, warum man diese beiden Objekte... Nein, bin ja jetzt schon 100-mal runtergesprungen, aber immer vorsichtig. Und aufmerksam und nicht einfach wie so ein Affe runterhüpfen und dann nicht feststellen, dass man vorher nichts gegessen hat. Naja, jetzt ist auch egal. Zack, das haben wir. Und jetzt hier mal so ein Fallbeil eben aufwerten. Beziehungsweise, nee, erstmal hier das Ding reinstecken. Habe ich es noch? Da ist es. Oh, meine Rüstung habe ich auch nicht mehr an. Bin gerade überlegen, nehme ich das erste? Ja doch, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Jetzt. So, und dann haben wir hier... das Stromdingen. Man kann die in Reihe schalten. Das werde ich auch tun. Also quasi jetzt hier die Fallbeile werde ich in Reihe schalten mit dem Kompressor. Aber die ersten drei Fallen möchte ich schon gerne separat erstmal dran haben. Für den Fall, dass eine von denen zerstört wird in der Horde-Nacht, dass der restliche Kram noch Strom hat. Ihr werdet aber später sehen, wenn ich anfange, die komplexeren Fallen zu bauen, wo dann mit Laufbändern und bestimmten Schaltungsweisen gearbeitet wird, um den minimalen Stromverbrauch zu erreichen, etc., 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 dann werden wir da einige Dinge in Reihe schalten. Aber das machen wir ganz entspannt, wenn es soweit ist. Im Moment brauchen wir das noch nicht. Ich glaube, die Upgrades, die wir jetzt gemacht haben, reichen für die nächste Horde-Nacht. Was ich noch tun muss, ist das andere Fallending da rein tun. Das machen wir jetzt noch schnell. Das habe ich vergessen. Gut, diesmal habe ich überlebt. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir die Spitzhacke testen und noch mal ein bisschen looten oder so. Ne? Irgendwas machen, was spannender ist, als hier rumzustehen und nichts zu tun. Jetzt ist drin. Gehen wir noch mal kurz hier rüber. Und zwar haben wir hier, oder habe ich hier die ganzen Tierfallen aufgebaut. Keine Angst, mache ich jetzt nicht leer. Ich wollte es euch noch kurz einmal zeigen. Eine Handvoll von den kleinen, dann zwei Vogelnester und noch eine große, so dass wir hier ein bisschen was an Fleisch reinbekommen. So, meine Lieben, wir haben jetzt ein bisschen hin und her überlegt und ich muss zugeben, ich habe auch gespickt. Und zwar war ich ja die ganze Zeit auf der Suche nach den Händlern. Und das werden wir jetzt mal eben gemeinsam nochmal machen, bevor ich das Ganze spoiler. Dachte mir nämlich schon, dass es ungefähr so aussehen wird. Oh nein, warum bin ich in meine eigene Falle gelaufen? Und ich kriege gerade im Chat schon wieder den Hinweis, dass ich speichern muss. Warum vergesse ich das immer? Wir fahren noch mal einen Meter raus hier. Lass den Spannungsbogen einfach aufrecht. Das gefällt mir ganz gut so. So, einmal speichern. Nochmal zurück. Ich hoffe, dass mir das jetzt genug Zeit verschafft hat, um die zweite Dingsbums aufzustellen.
wenn ich da nicht wieder hängen bleibe. Nein, hat's nicht. Egal, kümmern wir uns jetzt erstmal um den Abschaum hier vorne. Hilft ja alles nicht. Ist ja kein schwerer dabei, das sollte eigentlich relativ... Oh, da ist aber einer von den Dingsdudes dabei. Sehe ich gerade. Der muss weg. Genau, er hier. Jetzt muss ich weg. Lauf. Darf nicht zu weit weg von dem Armbrusttypen. Nee, komm. Zieh dich nochmal ein bisschen zurück. So. So, Leben ist wieder aufgefüllt. Einmal drehen das Ding. So, komm, ich versuch's jetzt nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Jawohl. So, wo ist der Armbrusttypi? Okay, Prioritätenänderung. Jetzt muss er zuerst weg. Ich glaube, ich habe den Armbrusttypen schon. Oh, dass man nach dieser Vergiftung immer so derbe verlangsamt wird, ne? Ja, schießen ist hier echt keine gute Idee eigentlich, aber jetzt ist es zu spät. So, der ist erledigt. Oh oh, oh oh, oh oh. Nochmal weg. Ist auch kein schwerer dabei. Und nochmal auf die andere Seite. Und danke schön, dass du als Schutzschild hier fungiert hast. Kannst du mal aufhören, überall deine Handgranaten hinzuwerfen? Oh, das sind aber ganz schön viele mit diesen lilanen Augen. Einer ist explodiert. Und auch das Gefühl... Ma. So, und zwar, wenn man hier reingeht, dann seht ihr schon, an den ganzen einzelnen Läden hängen überall, wobei von der Seite sieht man es jetzt nicht, wir sind vorhin auf der anderen Seite reingegangen. Hier sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Hängen überall die Händlerschilder vorne dran. Das heißt, ich vermute mal, dass wir hier in dieser Mall einfach alles kriegen werden. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Oh, da hat er mich erwischt mit seinen blöden Giftpfeilen schon wieder. Oh, oh. Da ist Mr. Stromi dabei und ich kann nicht laufen. So, also ich sage euch ganz ehrlich, ich würde euch sehr, sehr gerne zeigen, was Mr. Stromi kann, aber nur, wenn er noch steht, wenn ich alles andere weggeräumt habe. Ich zeige es euch unfreiwilligerweise. Die zwei Dinger sind aufgebaut, wir sind wieder an dem Punkt, wo ich die Türen öffne. Diesmal habe ich mir aber überlegt, ich werde mir den Flammenwerfer mitnehmen. Also machen wir die Tür auf. Ziel ist es, ein Handelsdingen frei zu kriegen. Na, danke für die Begrüßung. Ah, er lädt. So ein Handelsdingen frei zu kriegen, damit ich ein paar Sachen ausprobieren kann. So, los geht's. Voilà. Oh, mein Sprit ist leer. Na gut, dann war es das wohl mit dem Flammenwerfer. 2000 Jahre später. Natürlich habe ich nur einen getroffen und mich treffen sie gleich alle. Boah, ey. Neuer Versuch und eine kleine Planänderung. Ich werde diesmal versuchen, nicht alle auf einmal zu pullen, sondern die ein wenig einzelner zu kriegen. Und zusätzlich möchte ich noch versuchen, das mit diesem Geschwindigkeitsbuff hinzubekommen. Vielleicht, kann ich damit ein bisschen besser weglaufen. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Mach mal die Türen auf.
und pick mir da jetzt mal irgendeinen raus, wie den da zum Beispiel, und drück dem direkt mal einen rein. Wenn ich denn Munition hätte, versuchen wir es nochmal. Das hat geklappt, den haben wir eingefroren und da kommt gleich die Verstärkung mit. Und irgendeiner kommt natürlich draußen auch noch dazu. Der ist erledigt. So, weil so super viel Zeit haben wir ja auch nicht bis zur Horde. BZW bis zur Welle. Oder explodiert. Soll er mal machen. So, was mit ihm hier? Der bleibt da jetzt einfach stehen oder was? Ah, cool. Zwei Pfeile, Sache erledigt. Und da ist schon wieder einer. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will hier das Kaufhaus leer haben. Und nicht den Parkplatz. So, sieht ruhig aus. Dann versuchen wir es weiter. Der hier ist der stärkste von denen. Und der ist nicht glücklich. Oh, daneben. Okay, aber wenn wir das in dem Tempo machen, dann kommen wir nicht so weit. Oh, er explodiert schon wieder. Er ist einfach verpufft. Cool. Wollen wir jetzt mal den Elektrotypen versuchen und beten, dass der einfach alleine kommt? Eingefroren, das ist schon mal super. So, dann gehen wir mal hier hin. Immer schön in den Kopf. Oh nö, was macht denn der hier? Och, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich lade mal nach. Ich weiß nicht, wo die jetzt auf einmal alle wieder herkommen, hier die Jungs. Aber jetzt tun sie quasi so, als wäre ich hier schon wieder. Hätte ich hier schon wieder die ganze Stadt rangepult. Ah, ich habe nicht nachgeladen. Kommen von allen Seiten. Rückzug. So, und bitte rum, rum, rum. Ich weiß nicht, was das soll. Kann es wirklich nicht nachvollziehen. Kommen echt alle mit. Tun sie nicht. Versuch ihn jetzt noch mal alleine zu ziehen. Hat geklappt. Vielleicht kriege ich ihn ja eingefroren. Im Nahkampf brauche ich den gar nicht versuchen. Dann machen wir es halt auf Fluchtwegen mit dem Motorrad. Was soll denn der Geiz? Zwar keine Ahnung, wo ich dem hinschieße, aber ist mir egal. Jetzt ist hier so eine kleine Fruchtfliege, die mir gerade tierisch auf den Pinsel geht. Wir haben ihn geschafft. Da ist schon wieder irgendeiner von der Seite angeschissen. So, meine Bolzen hätte ich schon ganz gerne wieder, wenn es irgendwie geht. Holen wir die mal schnell. So, jetzt haben wir die schon mal beseitigt. Das ist doch schon mal eine super Sache. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Da ist schon wieder dieser komische, dicke Typ. Mit dem muss ich auch noch fertig werden irgendwie. Machen wir das doch mal. Oh,
Oh Mist. Lauf um dein Leben. Kein Sprit? Was soll denn der Mist jetzt? Tatsächlich kein Sprit mehr. Oder die haben das Ding kaputt gemacht. So, Moment, da muss ich jetzt improvisieren schon wieder. Ich versuche die mal nochmal hier durchzuziehen. Oh, es werden immer mehr. So, leg hin den Mist. Warum campt der da hinten jetzt? Na, ist egal. So, ich bete, dass ich noch ein bisschen Sprit in der Tasche habe. Bitte, bitte, bitte. Ich habe tatsächlich keinen Sprit mehr. Nein! Ich habe uns jetzt erstmal wieder auf den gleichen Stand gebracht, wie wir vor dem Tod waren. Das heißt, der Elektrotyp ist tot. Ich habe auch noch ein bisschen Sprit besorgt, um das Motorrad weiterhin aufgetankt zu lassen. Und wir haben von dem Elektrotypen einen roten Drop bekommen. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich besser ist, ne? Weil hier ist jetzt der erfasste Schaden, den wir hier haben von 3,9%. Den gibt es hier irgendwie nicht. Weiß nicht, ob das absichtlich so ist. Aber da ich da keine Spulen drin habe, lasse ich das jetzt erstmal so. Sonst geht ja meine Selbstheilung flöten, die ich habe. Im doppelten Sinne. So, wir machen aber jetzt hier erstmal noch weiter. So, und ich habe für mich jetzt auch festgestellt, dass ich besser damit klarkomme, wenn ich die Armbrust so benutze, wie ich es jetzt tue. Weil dann bin ich einfach flexibler. Wenn ich die so hochnehme, kann ich gleich auch gerne nochmal zeigen, dann sieht man ja nicht so wirklich viel. Meine Pfeile sind alle weg. Dann, ja, ist halt doof, ne? Man sieht nicht viel, man kann sich nur an diesem Punkt vorne orientieren. So kann ich viel, viel besser zielen. Jetzt die Frage, kriegen wir noch ein paar Pfeile raus? Zwei Stück. Ist nicht viel, aber soll jetzt erstmal reichen. Gehen wir nochmal einen Meter zurück, speichern nochmal ab. Dann kann uns diesen Fortschritt keiner mehr nehmen. Warum denn nicht gleich so? Warum muss ich immer wie so ein kopfloser Idiot überall reinspringen und versuchen, die Welt zu meinen Füßen zu legen? So ist das viel angenehmer. Der hat so viele Pfeile einstecken. Der muss doch langsam mal umfallen, der Typ. Danke. Mein lieber Mann. Kupferrüstung mit 4 Slots. Okay, hat eine ganze Ecke mehr Bewegungsgeschwindigkeit Einbuße. Kannst du mir noch ein paar Pfeile bauen? Kannst du.
Haben wir noch irgendwas, was sich als Heilung in irgendeiner Form rechnet und lohnt? Das hier. Aber mindestens etwas da unten in der Leiste haben. So, können wir es jetzt wagen und einmal an dieses Terminal hüpfen? Können wir. So, hier drin gibt es Kleidung. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Aber da sind überall Terminals. Also da ist schon eine große, große Chance, dass wir da auch was mit anfangen können. Ich mache jetzt mal Folgendes. Einmal kurz gucken. Das sieht aus wie wieder Medizin, Essen, sowas. Hier haben wir nochmal Waffen. Hier haben wir ein Bücherdingen. Nochmal Waffen. So, jetzt rennen wir nochmal in die andere Richtung. Hier haben wir angefangen. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir einen Studenten. Auch gut zu wissen, dass es so einen hier gibt. Na, auf der Seite gibt es nicht mehr allzu viel. Aber ich weiß, dass es oben auf jeden Fall gut was gibt noch. Ich denke mal, da werden noch ein paar Händler sein. Da. Oh, sehr schön. Noch ein Ausrüstungsgegenstand. Und ich würde sagen, das ist auch genau das, was wir jetzt zum Abschlussgrund nehmen, um die heutige Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier in der nächsten Folge zur Hordenacht wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.